Kinder erklären die Waldwildnis. Dieses Mal mit der Grundschule Zwiesel. Ich finde, der ist richtig süß mit den Pinselohren. Und er sieht auch Katzen sehr ähnlich, finde ich. Der Luchs, der hat schwarze Punkte und der hat ein grau- bis rötlich-braunes Fell. Also Hautfarbe ist braun-rötlich und er hat schwarze gestreifte Punkte, zum Beispiel Flecken. Flecken, ja. Er hat schwarze Flecken. Er hat scharfe Krallen. Pinselohren. Ja, Pinselohren. Das kommt auch davon, dass er ein bisschen härt dann. Er hat spitze Zähne und er hat einen kurzen Schwanz. Und er wird 25 bis 30 Kilo schwer. Der Luchs, der lebt im Bayerischen Wald. In Wäldern eher. Also der versteckt sich oft in Höhlen. Der wohnt im Wald und auch im Nationalpark. Ja, wo sonst? Ja, auf der Wiese meistens und im Schnee. Und manchmal auch im Feld halt, so irgendwo im Felsen Feld. Vor allem. Felsen, ja. Da kann sie sich gut verstecken. Die meisten Luchse haben ja ein riesiges Revier. Ja. Das Weibchen braucht 10 bis 15.000 Hektar. Und der Bub braucht 14 bis 30.000. Der Kuder braucht 14 bis 30.000 Hektar. 12 bis 40.000. Genau. 30.000. Und der kommt doch in Sibirien und Alaska vor. Und in nördlichen Teilen Europas und in den östlichen. Der Luchs frisst Rehe lass mich aussprechen. Rehe ist die Hauptspeise und dann noch Mäuse, Füchse und dann Rothirsch, Hase, und dann Mäuse, Hase, Marder, Dachse, Vögel. Manchmal Wildschweine, wenn es da wisst. Sein Lieblingsbeute und sein Speiseplan ist, ich glaube, für Mittag am meisten erst Reh. Und er jagt nachts am Abend, wenn es ganz schön dunkel ist. Er schleicht sie an. Also, zum Beispiel, wenn man ein Reh angreift, dann schleicht er sie hin, weil das Reh kann zwar nicht so gut sehen, dafür kann es gut hören. Und dann, wenn er schon ein paar Zentimeter vom Tier ist, dann springt er voll aufs Tier. Ey, da will ich fressen! Komm! Okay, das war fertig. Und er beißt hier direkt in die Kehle, dass das Tier sofort tot ist. Und weil seine Hinterbeine länger sind als seine Vorderbeine, hat er auch eine weitere Sprungkraft. Ja. Und er springt 7 Meter weit zum Kehlbiss. Zum Kehlbiss. 7 Meter. 7 Meter. Ja. Er kann bis zu 7 Meter springen. Ah, der hat Muskeln in den Beinen. Der geht jeden Tag ins Gym. Wie Ronaldo oder so. Der geht jeden Tag ins Gym. Wahrscheinlich. Wenn ein Luchs ein Tier reißt, lässt er den Riss ungefähr eine Woche lang an dem Platz und versteckt es ein bisschen und kommt jeden Tag dorthin eine Woche lang. Na, ich glaube, der rennt lieber weg vor uns, weil der Angst hat. Der hat Angst vor uns, nicht mir vor ihm. Ja. Also na, für uns ist er nicht gefährlich, weil das ein ganz scheues Tier ist. Ja. Wenn er dich schon hört, dann... Weil er hat so gut die Pinselohren, deswegen hört er die auch schon. Also, glaube ich, 100 Meter kann er die normal hören, wenn du laut bist. Also, glaube ich, der rennt dann ganz schnell wieder weg. Weil früher wurden die Luchse sehr oft getötet von uns, erschossen und in Fallen getappt. Er reagiert scheu, also, und verzückt sich, wart wo. Und dann, wenn er weg ist, kann er wieder weiter auf Jagd gehen. Und man darf einen Luchs natürlich auch nicht in freier Wildbahn erschießen oder auch nicht so, weil das Tier ist ganz stark unter Schutz. Also ich dachte einfach, wenn jetzt da wirklich ein Luchs startet, dann da ich einfach ganz langsam zurückgehen und dann mich umdrehen und dann einfach ganz, ganz langsam weitergehen. Am besten nicht rennen, weil sonst erschreckt man. Dann darf man mir ein Foto machen, weil es eher erstaunlich ist, dass man sieht, weil die Gelegenheit hat man nicht oft. Ich finde es super, weil auch Tiere, würde ich sagen, müssen auch frei sein. Und also ich finde es gut, weil. Also ich hätte gesagt, es gibt nicht viele Wildkatzen auf der ganzen Welt. Doch, andere. Ja schon, aber ich meine, jetzt sind so Riesenkatzen. Achso, ja, stimmt. Also cool. Ich find's sehr cool, ja. Super cool.
Ja, ich finde es auch ganz schön, dass die sind wieder da sind, weil damals ausgestorben sind. Und ja, wenn man es mal vor das Gesicht kriegt, ist auch ein schönes Erlebnis. Ich fand's cool. Ja. Man sieht ja auch, weil sie Rehe töten und Rehe fressen halt Bäume. Ja. Und das schadet uns, weil Bäume machen ja sozusagen Luft. Also ich fand's cool, weil die waren ja so lange nicht mehr da, also ich glaube 170 Jahre. Und ich finde das eigentlich ganz toll, weil man sieht zwar nicht oft, aber in den Wildparks oder im Nationalpark kommt man ein wenig mehr die Chance, dass man es sieht. Und ich finde das eigentlich ganz super, dass man wieder mal sieht. Also mir fällt ehrlich gesagt zum Luchs nicht mehr viel ein, außer dass das eigentlich einer der besondersten Tiere bei uns da ist. Er wird in freier Wildbahn 7 bis 15 Jahre alt. 5 bis 15. Das Weibchen heißt Katze und das männliche Tier heißt Kuder. Nachdem sie kleine Kinder bekommen haben, haut der Kuder, also das Männchen, geht es wieder weg und kommt nie wieder. Und dann ist es halt für die Mutter halt so schwer, die Kinder großzuziehen. Der ist Einzelgänger. Der Luchs ist ein Raubtier und der ist strengst beschützt. Wenn man einen Luchs erschießt, dann kann man da, dann wird ihm da erstens der Jägerführerschein genommen, er muss Strafe zahlen und man kann auch vielleicht ins Gefängnis kommen. Ciao! Aufgenommen, tschüss! I see you next time in the Fortnite! Alle Folgen zum Anschauen auch auf der Nationalpark-Homepage.